Hi, ich bin Jan David von HelloHQ und ich zeige euch heute, was sich bei Workflows und bei Verrechnungssätzen in HelloHQ mit dem neuen Finanzprozess geändert hat. Lasst uns doch einmal gemeinsam ins System gucken. Wenn ihr in den Bereich App mit Einstellungen geht, haben wir ein komplett neues Modul für euch. Für euch sind die beiden linken Reiter sichtbar, die Workflows und die Verrechnungssätze. Grundsätzlich könnt ihr hier sehen, welche Beleg-Workflows ihr aktiv habt. Später werden wir auch noch alle anderen Workflows in diesen Bereich reinziehen. Einen habe ich hier schon erstellt und den zeige ich euch mal. Ihr könnt natürlich weitere erstellen hier oben über den Plus-Button. Wenn ich einen Workflow habe, öffnet sich dieses Fenster. Hier kann ich zum einen den Workflow benennen, also einem Namen geben. Dann gibt es ein paar Pflichtbedingungen, so für welches eigene Unternehmen greift der, für welchen Belegtyp, ich habe das Angebot ausgewählt, und für welchen Status eures Belegs. Hier habt ihr die Möglichkeit, aus euren definierten Status einen auszuwählen. Die könnt ihr jetzt auch völlig frei definieren. Guckt euch dazu gerne unser Video für die Belegeinstellungen an. Wenn ihr möchtet, gibt es noch optionale Einstellungen. Zum Beispiel könnt ihr auch für bestimmte Dokumentvorlagen setzen, dass ihr einen Workflow nur für eine bestimmte Dokumentvorlage haben wollt. Ich lasse das selber für alle gelten und wähle deswegen nichts aus. In der nächsten Stufe kann ich dann entscheiden, ob ich den Workflow per E-Mail oder Aufgabe an den Empfänger senden möchte. Also eine Aufgabe in HelloHQ erstellen oder eine E-Mail versenden. Ich habe mich hier für eine E-Mail entschieden. Dann kann ich den E-Mail-Betreff definieren und ich kann den Inhalt der E-Mail definieren. Hier kann ich auch über das Bearbeiten-Fenster, über das kleine Zahnrad mit Platzhaltern arbeiten, sodass ich zum Beispiel die Belegnummer oder den Projektnamen des Belegs mit einfügen kann. Wenn ich den Inhalt definiert habe, kann ich in den letzten Schritt gehen. Hier kann ich jetzt entscheiden, welche Person diesen Workflow bekommt. Hier habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel die Person, die den Beleg erstellt hat, die Person, die als Kontakt im Beleg definiert ist, eine bestimmte Benutzergruppe im System, eine Ressourcengruppe oder ganz neu, ich kann auch einen konkreten User definieren, sowie eine Projektrolle oder eine konkrete E-Mail-Adresse. Das heißt, der Workflow würde an eine E-Mail-Adresse ausgelöst werden. Wenn ich zum Beispiel einen User sage, kann ich jetzt im nächsten Schritt sagen, dass zum Beispiel Holger diesen Workflow der Freigabe für Angebote bekommen soll und kann meinen Workflow speichern. Workflows können hier natürlich kopiert werden und ich kann Workflows aktiv und inaktiv stellen, sodass ich eine einfache, schnelle Übersicht über alle meine Workflows habe. Das zweite Modul in den Einstellungen sind die Verrechnungssätze. Hier hat sich eigentlich wenig geändert, außer dass wir das grafisch etwas schöner aufbereitet haben als früher. Grundsätzlich sehe ich hier alle meine Verrechnungssätze mit den darunter festgelegten Regeln und kann die auch auf- und einklappen, um ein bisschen Platz zu sparen. Es gibt jetzt drei Arten, Verrechnungssätze anzulegen. Zum einen kann ich Verrechnungssätze haben, die einfach einen festen Satz haben. Das zeige ich euch einmal hier. In diesem Fall gebe ich einfach einen Wert ein. Das ist zum Beispiel, wenn alle eure Stunden, die ihr leistet, immer zum gleichen Satz, Stundensatz abgerechnet werden. Dann könnt ihr diesen einfach definieren und zum Beispiel bei eurem Kunden hinterlegen. Für die von euch, die nach Projektrollen arbeiten, gibt es das natürlich auch. In diesem Fall werden in dem Satz, wenn ich nach Projektrolle auswähle, sofort alle Projektrollen angezeigt und ich kann einfach den Wert für die Projektrolle hier eintragen und definieren. Und der letzte Satz, den wir haben, sind Aufgabentypen. Hier werden jetzt automatisch alle Aufgabentypen, die ihr im System hinterlegt habt, angezeigt und ihr tragt einfach die entsprechenden Preise ein, sodass ihr nicht mehr händisch, mühselig jeden Aufgabentyp einzeln hinzufügen müsst. Das heißt, das Einstellen von Verrechnungssätzen geht jetzt viel, viel schneller. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, hier oben zu sortieren und zu filtern in den Verrechnungssätzen, falls ihr hier ein paar mehr habt. Und natürlich könnt ihr hier auch komplett neue Verrechnungssätze erstellen. Das sind die Optionen, die ihr jetzt bei Verrechnungssätzen und Workflows habt. Viel Spaß mit den Einstellungen und wir hoffen, dass ihr eure Prozesse soweit noch vereinfachen könnt.